Blut Commander zurück nicht auf jedem Ort, der so ein Symbol hat, ist auch ein solcher Außenposten. Manchmal gibt es auch einfach nur ein bisschen was zu plündern. Wir sind in diesem Fall, glaube ich, da unten. Nee, oder? Wo ist das Nachschublager? Nee, das Nachschublager ist weiter oben. Das markieren wir uns mal kurz. Ich weiß nicht, kommt Shay da rüber? Nein, okay. Hallo! Die Herrschaft, denn? So, Entschuldigung. So, hier sind wir jetzt und da hinten ist der Aussichtspunkt. Okay. Einmal so und einmal so und. Hep. Ich würde sagen, das Nachschublager nehmen wir aber trotzdem mit. Das könnte sich lohnen. So, wie viel gibt es denn hier überhaupt zu tun? Ein Missionsgegenstand, eine Aktivität, 5 Sammelobjekte, 4 Truhen, eine Renovierung. Okay. Mal gucken, wie viel davon jetzt wir jetzt hier schaffen. Story haben wir ja gerade wieder ein bisschen gemacht. Dann können wir jetzt mal wieder ein bisschen erkunden. Ich halte das eigentlich so, dass ich immer versuche, in diesen Spielen eine gute Abwechslung zwischen Story und freien Erkunden habe. Natürlich ist in diesem Spiel der Anteil an freien Erkunden deutlich höher als zum Beispiel Assassin's Creed 2 oder Brotherhood, wo man halt so eine Karte hat, auf der es gar nicht mal so viel zu tun gibt. Hier gibt es natürlich wesentlich mehr zu erkunden noch, wesentlich mehr, also Abblick-Flags. Und zum Teil schon in Teil 3 war es so, dass dann der Anteil an Story ein bisschen zurückgeschraubt wurde zugunsten von freiem Erkunden. Und gipfelt tut das Ganze in Black Flag tatsächlich, wo die Spielzeit eigentlich so 3/4 aus freiem Erkunden besteht und zu nur so 1/4 ungefähr aus Story geführt. Ein Assassin's Creed 4 Black Flag Let's Play wird es hier auch noch geben auf dem Kanal. Das ist ganz fest im Plan, aber für das Spiel braucht man Zeit. So, die Nachschubkiste. Schnauze. Idiot. Böder Schütze. Stirb. Na komm her. Blöden Franzosen. So, den haben wir auch. Und jetzt bitte die Kiste plündern, Jay. Na, das hat sich schon gelohnt, finde ich. Okay, das haben wir. Oh Gott, ganz da oben gibt es noch ein Wikinger-Schwert. Oh, großer Gott. Wo müssen wir denn da ganz hin? Okay, dann gehen wir wieder mit der Schnellreise gleich zurück. Die Strecke renne ich nicht zurück. Ah, Wikinger-Schwert, wenn wir alle haben, diese Wikinger-Rüstung, die ist richtig geil. Die ist richtig stylisch. Ernsthaft, hier sind Schleicher unterwegs. Hier in der Pampa? Preisberg. Oh. Das war schon fast dreist. Ich mag die Typen nicht. Die nerven einfach nur. Entschuldigung. Die blöde Soldatengruppe, die wir eben abgemurkst haben, lebt jetzt ja wieder. So, nur weil wir es können. Nein, auch weil wir die Knochen brauchen. Knochen kann man verwenden, um Pfeile herzustellen. Und Pfeile prinzipiell sind nie verkehrt. Also ist das voll die idyllische Landschaft hier gerade. Guck ich das mal an. So, Freundchen, jetzt. Egal, hau doch ab.
Weil die versuchen uns zu töten, wir überleben und die hauen ab. Aber guck mal, nimm nur einfach mal diese kleine Ecke hier jetzt. Wir haben hier eine Felswand, wir haben hier einen kleinen Uferstreifen, einen Felsen, in der Mitte ein Bäumchen, was wächst, ein Gebüsch, ein kleiner Ast, der da liegt. So eine detaillierte und glaubhafte Welt. Einfach nur an diese kleine Stelle hat schon mehr Details als so manches Spiel. Traurig aber wahr. Okay, den habe ich gesehen, der sitzt da hinten im Gebüsch. So nicht, Freundchen. So nicht. Oh, da hinten gibt es noch irgendwas zu tun gleich. Guck mal, da hinten. Gucken wir uns gleich mal an, was da los ist. Ihr seht schon, es gibt in diesem Spiel sehr viel zu entdecken und sehr viel zu erkunden. Nehmen wir uns noch kurz das Wikinger-Schwert und dann gucken wir mal, was da hinten gerade los war, wo die sich da gegenseitig umgeschossen haben. So, und jetzt graben. Achso. Tja. Das nenne ich Beute. Ein Wikinger-Schwert. 5 von 15 insgesamt haben wir schon. Alter Schwede. Okay, hier müssen wir jetzt auch wieder Aufgaben erledigen, aber bevor unsere ganzen Verbündeten hier sterben. So, jetzt müssen wir noch ihn hier töten. Rauchbombe. So, Hami. Die gute Rauchbombe hilft immer. Kleiner Konflikt zwischen den Briten und den Franzosen, da können wir dann auch immer eingreifen und kriegen halt ein bisschen Geld dafür. Kann man machen, muss man aber nicht. So, ich würde jetzt ganz gerne wieder nach hier unten. Können wir es inzwischen renovieren? Ja, die Renovierung können wir uns leisten, das ist doch hervorragend. Sprinten wir aber schnell nach unten, renovieren, erkunden den Rest der Karte, was auch immer mit Aktivität im Moment gemeint ist, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist das was, was später im Laufe der Story noch kommt. Berserkerfall-Wirksamkeit kann hergestellt werden. Stimmt, wir könnten für Shame ein bisschen was anfertigen. Eine Beute für Wurfpfeile. Machen wir. Beute für Pistolenmunition 2. Ja, danke schön. Schlaffall-Wirksamkeit haben wir. Berserkerfall-Wirksamkeit können wir uns kaufen. Das sind jetzt alles Sachen, die wir herstellen auf Basis von Materialien, die wir besitzen. Oh, auch diese Windmühle. Guck mal hier auch wieder. Guck mal, wie das hier aussieht. Einfach mal hier ein kleiner Wasserfall, der einen See speist, der dann als Fluss im Meer endet. Wir haben dann so ein paar Brücke, die auf eine kleine Insel führt, wo ein, zwei Bäumchen stehen und ein Vogel flattert durchs Bild. Da ist dann noch eine Brücke und da ist so eine kleine Hütte. Guck mal, alleine wenn ich jetzt mal die Kamera drehe. Hier, hier und hier. Wie viele Details einfach an diesem kleinen Fitzelchen in dem Spiel schon sind. Das finde ich jetzt überragend, wie detailliert diese Welt gemacht ist. Sir. Wir sind bereit, gute Werke zu tun, werter Sir. Ja, wenn ihr mich da auch lasst. Wenn man, ja, ich mache das teilweise, als ich das Spiel halt offscreen gespielt habe, früher mal, als ich es erstmal durchgespielt habe. Ich bin teilweise einfach wirklich durch diese Spielwelt gerannt und habe mir einfach die Landschaft angeguckt, weil ich sie so schön gemacht fand. Aktivitäten, okay, da haben wir eine Aktivität. Die Jagdherausforderung. Wollen wir die machen? Ja, oder? Die machen wir. Dann gibt es noch einmal Wohlstand. Wohlstand für alle. Oh, hier sind Wölfe. Da kommen wir mal, Freund. Ein bisschen Wolfspelz. Kann man doch mal gebrauchen. Da ist aber noch einer. Zack, holten wir den auch nochmal.
Einmal häuten. Zweimal häuten. Oh, schöner Graubolz-Pelz. Immer gut. So, einmal Wohlstand. Alle paar, keine Ahnung, 10 Wohlstände, die wir einsammeln oder sowas, bringt uns das auch was? Jagdherausforderung. Hallo. Ihr seht wie ein Raubtier aus. Sammeln Sie Grauwolfspelze. Oh ja. Na komm her, meine Freunde, wo seid ihr? Da ist Nummer 1. Ist jetzt nicht so schwer. Meine Frage ist nur, wo steckt Wölfchen Nummer 2 hier? So, wir haben nicht mal ein Viertel der Zeit gebraucht. Dankeschön, das bringt wie viel? 1200 Pfund für das Töten von 2 Wölfen? Das ist ein guter Kurs. Okay, da unten gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ah, ich wusste doch, guck mal, ich habe doch gesagt, hier ist so ein Ort. Hier, da. Außenposten, voll. Ich wusste doch, hier ist einer. Scheint zwar nicht unbedingt übelst profitabel zu sein, aber hey, jetzt haben wir noch Materialien, die wir für Schiff und Renovierungen verwenden können. Noch ein Wölfchen, na komm her. Nun, Zweifelsfall verkaufen wir den ganzen Pelz, ist mir auch egal. Gute Einnahmequelle. Wenn die uns schon so bereitwillig will ich ins Messer hüpfen, dann will ich sie nicht aufhalten. Plopp. Dann als nächstes hier unten gibt es gleich 2 Sachen. Und das könnte jetzt von der Landschaft original Assassin's Creed 3 sein, oder? Das Grenzland. Ich finde es so toll, es sind altbekannte Sachen, es sind neue Sachen in diesem Spiel. Also ich finde immer, dieses Spiel enthält das Beste aus Assassin's Creed 3, die Landschaft, und das Beste aus Assassin's Creed 4, Black Flag, das Gameplay. Also davon, da haben sie tatsächlich bei Ubisoft auf beiden Spielen das Beste genommen, haben es zusammengeworfen und heraus kam logischerweise ein noch geileres Spiel als über ein Einzelspiel. Obwohl, so nicht ganz richtig, weil geiler als Black Flag geht es eigentlich nicht. Es ist ein Spiel, es ist nach wie vor unerreicht. Und die Tatsache, dass für diesen Herbst kein neues Assassin's Creed angekündigt ist, sagt ja auch schon, dass Ubisoft wohl auch selbst langsam zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Masse statt Klasse nicht das Mittel der Wahl ist. Weil, ganz ehrlich, die letzten beiden Spiele, Assassin's Creed Syndicate und Unity, waren jetzt nicht so überragend. Syndicate war wieder besser als Unity, ja, das kann man schon so stehen lassen. Aber, ja. An die beiden Spiele davor, an Black Flag und Rock und Assassin's Creed 3 und so, reicht es halt einfach nicht dran. Braucht man auch gar nicht versuchen, sich schön zu reden. So, ich suche jetzt einen Weg in den Außenposten. Ich denke, wir sehen hier gar nicht so schlecht da. So, das Schlüsselpiepel soll hier eigentlich gleich irgendwo sein. Da hinten. Allez, magnez-vous un peu. Je sais que vous vous emmerdez. C'est pas le raison d'être moins vigilant. Eben neue Optionen erschlossen. Nein, nicht Alarm geben, Freundchen. Nicht Alarm geben. Du gibst nicht Alarm, mein Freund. So. Dass das nun mal klar ist. Shit, da versucht Alarm zu geben. Kein Alarm geben. Shit. Wir müssen dringend mal gucken, wie wir die Gesundheitsupgrades herstellen können. Dass wir dafür jagen müssen, wir müssen dafür immer ein bisschen gezielter vorgehen.
Mal sehen, wie gut stehen wir hier schon da? 2 Truhen, 2 Sammelobjekte. Okay, das ist ja schon mal gut. Ein Sammelobjekt haben wir auf jeden Fall da. Das ist das Animus-Fragment. Soweit, so gut. Das haben wir. Jetzt fehlt nicht mehr ganz so viel. So, eine Kiste, ein Animus-Fragment kriegen wir auf jeden Fall auch noch hier. So, Kollege Klappspaten ist wieder da unten. Nein, den Schlüssel zu meinem Herzen. Zumindest zu dem Raum hier. Oh, müsste wieder einen Alarm geben. So nicht, Freundchen. So nicht. So, einmal plündern, bitte. So, hier hinten soll jetzt noch eine Kiste sein. Ach, Freundchen, komm her. Einmal das. Dann einmal zum Lagerhäuschen. Na komm her, mein Freund. Na, da nochmal ein Schwertchen reinrammen. So, und plündern. Naja, hat ein bisschen Zeugs gegeben. Hat aber auch niemandem geschadet. Och, ihr Idioten, ey, lasst mich in Ruhe. So, die Kiste und das Animus-Fragment haben wir schon auf der Karte. Jetzt müssen wir es nur einsammeln. So, das Animus-Fragment haben wir. Wo ist jetzt die Kiste? Ich glaube, die müsste in dem Eckwachturm sein. Da haben wir schon von außen geguckt. Eben kam aber nicht ran. Ja, da hinten ist sie. So, die Kiste. Die Kiste, Kiste, Kiste steht dort. Und fertig. Moment, erstmal spielen wir kurz zu Ende speichern. So. Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Wir sind im River Valley, da müssen wir aber nicht hin. Wir müssen nach New York. Okay, da können wir direkt hin schnell reisen. Das ist schon mal sehr angenehm. Ich weiß tatsächlich nicht, was gerade jetzt für eine Mission kommt. Doch, ich habe es auch mit diesem Giftgas zu tun. Das ist, was du erwähnt hat. Exakt weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall ist der Colonel Monroe.